Ja, liebe Zugfreunde, heute ist der 17. Januar 2019. Ich begrüße alle Vogelfreundinnen und Freunde. Heute zeige ich Ihnen mal drei aufgehellte Gloster Corona. Zwei dieser Vögel sind überjährig, das heißt der rechte hier ist ein Hahn aus 2016. Der nicht spaltinbraun ist. Dieser Vogel hier zeigt zwar leicht etwas Hängeflügel die letzte Zeit, hat es aber zum Glück im ersten Jahr nicht gemacht. Das war zu dem Zeitpunkt, als er auf der Deutschen Meisterschaft 94 Punkte machte und den besten Vogel, also den besten Gloster der Deutschen machte. Und das ist ein Jungvogel von 2018, den ich nie ausgestellt habe. Ja, doch einmal, aber da hat er auch nicht besonders gut abgeschnitten. Aber es ist halt ein Vogel, der sich halt spät entwickelt, ähnlich wie sein Vater. Sein Vater ist natürlich jetzt ein bisschen unförmig die letzte Zeit geworden. Das heißt, für einen 2017er, also sprich, ja, er ist ein gutes Jahr alt. Oder andersrum, er geht halt jetzt ins zweite Jahr. Und dafür ist er doch recht lang geworden. Und wie gesagt, dieses Flügel hängen lassen ist natürlich auch nicht ganz so schön anzusehen. Also der Vogel hat doch zu seiner Glanzzeit deutlich mehr Qualität gezeigt. Was man natürlich ihm hier zugute halten muss, für einen 2016er, der jetzt ins dritte Jahr geht, zeigt dieser Vogel immer noch eine aus meiner Sicht fantastische Qualität. Er ist zwar vom Kopf her nicht so das 0 plus Ultra, er ist recht maskulin vom Kopf, also sprich die Haube, die steht doch recht bei ihm, aber wo er natürlich wirklich eine Granate ist, aus meiner Sicht, ist der Körper und auch insgesamt gesehen die Feder. Also sprich, außer dass die Feder am Kopf ein bisschen hart ist, ist er für mich für die Zucht sehr, sehr wertvoll, weil er doch eine recht harte Feder hat. Er hat auch eine recht intensive Feder für einen B-Vogel, sodass er auch vielleicht mal ausnahmsweise an eine aufgehellte Henne verpaart werden kann, aufgrund seines Gefiedertyps. Worauf ich hinaus will, Sie merken es mit Sicherheit, ist, man sagt ja normalerweise, dass man nicht hell auf hell verfahrt, aber das hängt natürlich vom Gefiedertyp ab. Dieser Vogel hier hat doch eine recht fallende und weiche Feder, also hier würde ich den Teufel tun und diesen Vogel an einen aufgehellten verfahren, weil dann die Gefahr doch besteht, dass diese Vögel Lumps bekommen oder generell eine zu weiche Feder. Und dann sind zukünftige Probleme vorprogrammiert. Aber bei dem kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn ich zum Beispiel, ich habe auch weißgrundige Vögel, die auch relativ eine dicke Feder haben, dass die doch zu so einem Vogel sehr, sehr gut passen können. Ja, der Unterschied auch zwischen diesen drei Vögeln liegt ja im Prinzip darin, dass dieser Vogel hier, also ich verliebe mich gerade in diesen Vogel, das muss man ganz klar sagen, weil er sich auch so gut positioniert, trotz dass er gerade frisch eingesetzt wurde. Und ich muss dazu sagen, hier oben ist die Beleuchtung, das macht sie natürlich schon ein bisschen hektisch und ein bisschen ängstlich. Also sprich, wäre die Beleuchtung aus, wären sie etwas ruhiger. Aber dieser Vogel hier, Sie sehen es ja, im Brustbereich, ist er ganz, ganz stark und wie gesagt, für den Dreijährigen ist er von der Feder her immer noch ganz, ganz fantastisch. Ja, und er hat wirklich, egal zu welcher Henne ich ihn bis jetzt gesetzt habe, er hat sehr, sehr gut befruchtet und solche Hähne behalte ich natürlich dann entsprechend lange und sobald ein anderer Hahn kommt, der dann stärker ist als er selbst, dann ist das natürlich schön, aber das war bei ihm bis jetzt nicht der Fall, das waren doch eher die Hennen, die Qualität hatten im Konsortbereich. Von ihm habe ich letztes Jahr über 20 Junge gezogen. Da sind auch einige jetzt dieses Jahr bei mir in der Zucht mit drin. Dieser Hahn ist halt spaltinbraun, so dass er hier
ein sogenannter Verdachtsspalter ist in Braun. Aber ich glaube selbst nicht, dass es überhaupt Verdachtsspalter in Braun gibt. Also ich glaube, dass alle Vögel, die von einem Spalter abstammen und selbst kein Farbvogel, also sprich keine Braunen sind, dass die trotzdem diese Spalterbigkeit des Braunen in sich tragen. Aber gut, lässt sich nicht beweisen, aber ich habe bis jetzt keinen Vogel gehabt, der nicht schlussendlich dann doch braune Nachzuchten hatte, der ein Verdachtsspalter war. Ja, liebe Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde, es ist jetzt die kurze Zeit noch, um sich die Vögel genau anzusehen und zu entscheiden, welche Vögel man für die Zucht plant einzusetzen. Und das ist jetzt gerade bei mir voll im Gange. Natürlich hat man, oder ich habe nicht keine große Anzahl derzeit an aufgehellten Vögeln, weil halt bei meiner Zucht halt im Allgemeinen doch die Qualität in den Melaninvögeln liegt. Und deswegen bringen wir diesen komischen Satz, dass ich mich auf ganz dünnem Eis bewege mit aufgehellten Vögeln. Also deswegen bin ich schon froh, diese drei Hähne hier zu haben. Wobei ich bei dem hier noch gar nicht so hundertprozentig sicher bin, ob es wirklich ein Hahn ist. Ich hoffe es, aber singen gehört habe ich ihn auch noch nicht. Also man muss sich da mal überraschen lassen. Aber natürlich sind, wie gesagt, solche Hähne absolut wichtig, um dann halt entsprechende Quantität auch an aufgehellten Vögeln zu ziehen. Ja, das dazu erstmal. Noch ein kleiner Schmankerl zum Schluss. Eine Grizzlehenne, die ich auch sehr, sehr gerne zur Zucht ansetze, ist diese Henne hier. Das ist eine 216er Henne, eine ganz fantastische Zuchthenne ist das. Grizzle sind, wie Sie mit Sicherheit wissen, gelbe Gloster Coronas mit so einer, ja ich sag mal, gestrichelten Haube. Diese Henne hat mir schon ganz, ganz hochwertige Nachzuchten generiert. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, sie im Bestand zu haben. Aber ich habe halt zum ersten Mal dieses Jahr Überlegungen, sie auch mal mit einem Helmvogel zu verpaaren. Weil ich habe in den 2 Jahren zuvor, habe ich zwar genug Nachzuchten generiert, aber ich habe sie halt mit einem grünen Konzertan verpaart und habe dann halt Maximum gescheckte Vögel daraus gezogen. Aber ich bin halt weit, weit entfernt davon, wenn ich so weitermache, erneut mal wieder einen Grizzle zu ziehen. Und Grizzle ist halt nicht so ganz einfach. Also ich habe jetzt die letzten 3 Jahre ein Grizzle gezogen, das war diese Henne, und das im gesamten Bestand. Also sprich, klar, wer hell auf hell verpaart und das oftmals, der hat natürlich deutlich bessere Karten oder Chancen, einen Grizzle zu ziehen, aber das ist halt bei mir nicht der Fall. Dennoch habe ich natürlich ein hohes Interesse dran, mal einen Grizzle in weiß vielleicht sogar, also sprich einen schneeweißen, mit einer entsprechenden Stichelung in der Haube zu ziehen oder halt auch einen schönen gelben Grizzle mal wieder zu ziehen als Nachfolger von dieser Henne. Die Henne ist jetzt natürlich nicht ganz mehr in Schaukondition. Sie ist, wie gesagt, eine 216er Henne. Sie geht dieses Jahr ins dritte Jahr. Also ich hoffe halt, dieses Jahr nochmal gut ziehen zu können mit ihr. Aber dann wird es halt auch irgendwann mal in der Zeit mal eng. Ich wünsche allen Züchtern und Züchterinnen und allen Vogelfreunden einen guten Start in das Zuchtjahr 2019. Falls Sie diesen Kanal abonnieren möchten, können Sie das gerne tun. Einen schönen Abend. Ihr Robert Isenberg.